Mahlzeit und willkommen, liebe Rock- und Metal-Gemeinde. Es geht heute wieder, wie versprochen, Back to the Roots. Es geht um CD-Reviews, es geht um Metal, es geht heute speziell um Grunge. Denn zum 25-jährigen Jubiläum des Releases dieser CD hier, nämlich Nirvana Unplugged in New York, habe ich mir gedacht, zu diesem Jubiläum werde ich dieses Ding hier einfach mal reviewen. Und wenn dir die ganze Kacke hier gefällt, dann abonnieren, liken und vor allen Dingen auch teilen. Kommen wir jetzt aber zu diesem Album. Ja, 31.10.1994 wurde dieses Ding als CD released. Das Ganze ist allerdings schon bedeutend früher aufgenommen bzw. gesendet worden. Das Konzert selber wurde am 18.11.1993 gesendet. Es war auch gar nicht geplant, dass dieses Konzert überhaupt auf CD gepresst wird. An der CD ist sogar noch was Besonderes dran, das erzähle ich euch auch gleich noch. Insgesamt ist es so, dass bei der TV-Ausstrahlung 12 Songs performt wurden. Auf der CD sind allerdings 14 drauf, was dann natürlich auch dieses gelbe Klebchen hier dann halt mit verkündet. Wie schon eben gesagt, eigentlich war es gar nicht geplant, dass Nirvana Unplugged jemals auf CD gepresst wird. Das ist eigentlich nur den Fans zu verdanken, die bei Geffen gebettelt und gebeten haben, dass jetzt insgesamt dieses legendäre Album auch als CD zu hören ist. Mittlerweile gibt es das Ding, es gibt es auch als DVD. Auf die einzelnen Songs werde ich jetzt nicht großartig eingehen. Nichtsdestotrotz, Tracklist gibt es natürlich hier, denn vom Prinzip her ist die Stimmung und die Spielweise relativ gleich. Was ist das Besondere, wirklich richtig Besondere an diesem Unplugged-Album von Nirvana? Nirvana wollte niemals Mainstream sein. Nirvana wollte immer gegen alles sein. Und das haben sie auch bei diesem MTV Unplugged halt mit durchgezogen. Und das zeigt sich zum Beispiel auch schon daran, dass da ihr größter Hit, nämlich Smells Like Teen Spirit, überhaupt gar nicht auf diesem Album drauf ist. Sie haben halt selber eher ruhige Sachen gecovert, zum Beispiel David Bowie, The Basilines und natürlich The Meat Puppets, wo dann auch jemand dann halt mit das Ganze performte. Die Stimmung des Albums ist durchweg leicht melancholisch, traurig, gedrückt. Und so war auch die Atmosphäre beim Konzert selber. Wenn man sich das Cover hier, also das ist zum einen hier schon mal so dieses Booklet, wo eigentlich auch nicht viel drin ist, außer wirklich so ein paar wunderschöne Bilder wirklich von diesem Konzert. Auch die Atmosphäre, die da geschaffen wurde mit schwarzen Kerzen, Vorhängen, rot-gelbem Licht und ich glaube weißen Lilien war das, glaube ich. Das ist wirklich schon was ganz Einzigartiges gewesen, was da wirklich gemacht wurde. Und es ist einfach wunderbar. Wie ist das Ding insgesamt platziert gewesen? Platziert in den USA, UK und man mag es nicht glauben, auch Austria hat das Ding die Nummer 1 geholt. Auf Deutschland hat es leider nur für den Platz 6 gereicht. Nichtsdestotrotz, The Rolling Stone wertet das Nirvana Unplugged mit zu den 500 wichtigsten Alben der Rockgeschichte, die es jemals gegeben hat. Und The Rolling Stone wertet es außerdem in die Top 10 der wichtigsten Live-Alben, die es jemals gegeben hat. Wie eingangs gesagt, dieses Klebchen hier, dass hier 14 Songs drauf sind und in der TV-Ausstrahlung nur 12, kommt daher, dass Something on the Way und Oh Me damals im TV nicht mit ausgestrahlt wurden, dann aber letztendlich ist Gott sei Dank doch mit auf die CD, beziehungsweise ich bin mir gar nicht sicher, ob es auch mit auf der DVD ist, aber auf jeden Fall darauf geschafft haben. Ich weiß noch, wie ich dieses Album selber wahrgenommen habe, natürlich selber als
absoluter Nirvana-Fan. Das ist halt meine Generation. Ich weiß noch, wie ich das damals, wir waren da zum Urlaub in den USA und da lief das Ding auf MTV rauf und runter. Und ich glaube, ich habe wirklich nicht einen Teil davon, und selbst wenn es nur einzelne Songs waren, irgendwie daraus irgendwie verpasst. Ach ja, eine Single-Auskopplung gibt es da auch von, das ist Mine About a Girl, also der Eröffnungssong. Ja, wie schneidet das Album jetzt bei mir ab? Da muss ich, glaube ich, nicht irgendwie viel zu sagen. Man merkt, glaube ich, meiner Begeisterung schon an, dass ich da nicht wirklich objektiv rangehe, aber es gibt von mir 10 von 10 Metal Signs. Tja, das war meine Review zu Nirvana Unplugged, wobei eine wirklich richtige Review war es eigentlich nicht. Es war eigentlich eine Beschreibung von Tatsachen. Außer der Teil, wo ich euch sage, es ist einfach melancholisch, nachdenklich, statt brachial und laut, wie es eigentlich von Nirvana gewohnt, wie man es eigentlich von Nirvana gewohnt war. Nichtsdestotrotz, dieses Album gehört für mich auf jeden Fall in jede Metal- und Rock-Sammlung mit rein. Wenn ihr es nicht habt, holt es euch. Bei YouTube gibt es ja auch diverse offizielle Videos von Nirvana mit Songs hier raus. Es ist einfach legendär. In dem Sinne, nächste Woche sehen wir uns hier wieder. Da packe ich ein bisschen was für euch aus, nämlich was ich eben gerade in Empfang genommen habe. Was das ist, seht ihr nächste Woche. Bis dahin, stay heavy, euer MK.